Tja, da die Russen hier auch Krieg gespielt haben, haben die natürlich auch mit Rauchgranaten geworfen. Das ist definitiv eine Rauchgranate. So, und hier jetzt zu dem unterirdischen Bunker. Allerdings lassen wir den heute mal außen vor. Sondern wir gehen heute mal oberflächlich uns hier alles angucken. Ist ja auch verschlossen, wa? Ich weiß nicht, ob das so offen stehen muss hier. Auf jeden Fall ist es offen. Aber ich glaube, da fehlen einige Sachen. Hier ist schon lange nicht kein Saft mehr drauf. Na hier. Sicherung VEB. So, hier ist noch eins intakt. Jetzt gucken wir uns mal an. Natürlich gibt es hier Mücken und da ist ein Holländer. Ja, hier geht's wieder raus. Viel gibt es hier nicht zu sehen. So, schnell wieder raus. Die Mücken sind ein bisschen viel. Und da sind wir. Gehen wir mal reinkicken. Was denn? Unterstand, Lagerraum für Munition, oder wie ist der Teufel? Also abgelegen, könnte Munition gewesen sein. Seht ihr das hier? Die Mücken. Also das mit den Mücken ist heftig. War ja schon immer so, dass in solchen Räumen zu der Jahreszeit viele Mücken sind, aber du kannst ja nicht mal atmen. Brauchst ja eine Gasmaske für. Gut, wir sind weiter unterwegs. Oh. So, jetzt sind wir an einem Haus angekommen. Und ich vermute, dass hier der unterirdische Gang losgeht zu dem unterirdischen Bunker. Weil da ist eine Scheune, und das werdet ihr gleich sehen. Da ist eine Scheune und da sind Betonplatten. Und hat man ja normalerweise nicht. Oh, hier ist das Dach schon runtergekommen. Das verletzt immer auch noch nicht. Hier gehen irgendwelche Türen auf und zu.
Schon gruselig. So, hier ist der Schuppen. Und hier meine ich, hier sind Betonplatten. Warum sind hier Betonplatten? Hat Stolte die endet. Warum? Dafür, dass es ein Holzschuppen ist? Das frage ich mich. So, jetzt sind wir auf der Rückseite. Ich bin gerade vor den Spinnenzählofen. Und die Türen knatschen hier. Ist ein bisschen beängstigend. Ja, ein bisschen was für Kinder hier zum Spielen. Ich habe mal ein Pavillon, der ist zusammengekracht. Also kaputter ist ja nur wirklich nicht. Von 2004. Kleiner Lagerraum. Alles vollgemüllt, ey. Aber richtig. Hier, kleine Stullenbrettchen. Feuerholz, ein Klöchen, Schränkchen. Ja, hier ist nicht mehr viel zu holen. Hier ist das hier ziemlich ramponierte Gebäude. Also hier gibt es nicht viel zu sehen. Was natürlich interessant wäre, ob was unter dem Betonplatten ist. Aber den krieg ich ja nicht hoch so. Gut, dann nehmen wir weiter. Ich suche jetzt noch so einen Einmannbunker. Den hatte ich damals durch Zufall getroffen, gefunden.
Hier stehen ja ein paar, so eine kleine Einmannbunker, aber die meisten sind kaputt und der war halt noch Jans. Und den suche ich jetzt. Der war irgendwo mitten im Busch. Aber irgendwo musste er sein. Hier haben wir wieder was gefunden. Tränengas-Wurfkörper. 8.1958, verbrauchen bis 31.07.61. Gebrauchsanweisung. Wurfkörper herausnehmen, Reißzünderkopf abschrauben, abziehen und werfen. Verzögerung 2,5 Sekunden. Ach so, nachdem wir jetzt einfach mal querfeldein durch den Busch gelaufen sind und uns gedacht haben, die anderen beiden Bunker waren alle parallel zur Straße, dann werden die aber parallel weiterverlaufen zur Straße. Ich gehe jetzt mal querfeldein und was soll ich euch sagen? Hab mir gefunden. Ich hab ihn gefunden. Da ist er. Ja, und hier sind ein paar Sachen, die gefunden wurden. Ja, wie gesagt, hier ist er drin. Und hier haben sie überall gebuddelt. Wie die kaputten. Haben wir sämtliche Zeug aus dem Boden geholt. Wirklich sämtliche Zeug. Na, hier sag ich ja. Munition, alte. Verrostet. Also, jede Menge Zeug. Hier wieder. Das ist doch vom K98. Das hier ist von der ABC-Schutzausrüstung, der Behälter. Wettig. Durch diese Rippe da außen. Das hier war bestimmt in der Munitionskiste. Der Deckel davon. Teller. Made in Germany. Kolditz oder so. Also das scheint hier irgendwie eine Stelle zu sein, wo eine Weile Kinder war. Aber okay, jetzt sehen wir hier hin, dann geht's bis da hinten hin quasi, ne, sieht man's jetzt, von da nach da und dann gucken wir mal. Ja, die Russen waren doch hier, die haben hier wieder so eine Rauchgranate ist das hier. Hier drin. Jetzt müssen wir mal kriechen. Versuch's mal mit der Kamera in der Hand. Und hier sind Mecken. 5 Millionen. Sand im Handschuh. So. Wir sind drin. Ja, wie gesagt, das ist nur so eine Röhre, wie man sieht. Also. Hier so. Hin. Wenn jetzt hier zum
Bunker, also zur Kuckelbe. Die geht raus. Wie konnte man sich dann hinstellen? Irgendwie so. Dann konnte man hier rausgucken. Und hier summt das ohne Ende. Ich hab mich eingesprüht. Ich hab keine Probleme. Mit. Hier liegt so viel Müll rum. Jetzt wieder raus. Ist ein bisschen eng. Ja, das ist die Röhre. Viel zu sehen ist sie nicht. Oh, hier sind nur Frösche drin, die kommen nie wieder raus. So, wir gehen jetzt wieder raus. So Freunde, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, reingehauen. Also auf dem Weg nach Hause habe ich hier nochmal so eine Buddelstelle gefunden, wo irgendwelche Sonnenbrill-Leute gebuddelt haben. Die haben hier allerhand gefunden. Alte Schuhsohle. Ja. Was sind das für Flaschen hier? Was ist das hier? Her war. Liter. Was sind das hier für Flaschen? Ist irgendwas komisches drin. Porzellanfabrik Arno Fischer. Ilmenau. Hier, das war doch mal. Das war doch mal so eine alte Laterne, oder? So eine Gaslaterne. Hier sagt ihr, jetzt geht's nach Hause.